Gonczarowski von Bundesliga.de. Herr Schmadtke, inwieweit ist hier das Engagement in Köln auch für Sie ein Risiko, ein persönliches? Risiko, ja. Lassen Sie mich eine Geschichte dazu erzählen. Wissen Sie, es gab mal 4 Nachwuchsgolfer. Die sind gefragt worden, wie sie den Kurs spielen wollten. Da gab es eine Möglichkeit, über den Wald zu spielen, also die direkte Linie, oder aber den normalen Weg über den Fairway, ganz in Ruhe und sicher zu spielen. Von den 4 Nachwuchsgolfern hat einer sich für den direkten Weg entschieden, nämlich über den Wald zu spielen. Und der Golfer, der sich dafür entschieden hat, ist der einzige, der in Deutschland sich durchgesetzt hat und auch in der internationalen Weltspitze mitspielt. Was ich damit sagen will, ist, es gibt Menschen, die sehen immer nur Risiken und es gibt Menschen, die sehen Chancen. Und genauso ist es bei mir auch. Ich sehe hier eine große Chance, einen Club mit einer unglaublichen Tradition, mit Fans, die begeisterungsfähig sind, mit einer Stadt, die zu ihrem Club auch ein Stück weit steht, mit einem Stadion, das eine unglaubliche Infrastruktur darstellt und auch eine unglaubliche Wucht darstellen kann, sehe ich eine unglaubliche Chance, diesen Club wieder dahin zu führen, wo sich viele Menschen das auch wünschen. Der Golfer, der sich durchgesetzt hat, ist im Übrigen auch ein Sympathisant von unserem Club. Ja.